ja 22 Quests gemacht bei mir. Ne? Was? Du hast bei mir 22 Quests gemacht. 22? Ja. Achso, ja, ich habe auch 22. Hast du auch 22? Dann hätte ich jetzt einfach gesagt, dass wir die letzten zwei einfach übernehmen, oder? Obwohl, nee, ist auch dumm. Dann löschen wir die letzten zwei einfach raus, oder? Ja. Okay, heißt zwei abgeschlossen, schleiß ich weg. So, ich muss erstmal meine Schriftart größer machen. Wo kann ich das denn? Ah, hier. Machen wir mal 48. Also, erstens... Oh Gott, das ist ja fast ein bisschen groß. Also, erstens... Ich bin jetzt gerade übrigens essen, deswegen würde ich jetzt kurz was footen. Und währenddessen halt einfach so auf meine Maus irgendwas legen. Und währenddessen die ganze Zeit den Knopf drücken, damit ich nicht vom Server gehe. Also, hörst du mich noch? Also, hörst du mich jetzt, wenn ich jetzt noch rede? Ja, ich höre dich noch. Also, wenn die ganze Zeit? Ja. Okay. Bei mir ist da unten wieder ein Enderman, Alter. Bei mir sind die ganze Zeit Endermans, ne? Geht gar keine. Brauch Rüstung. Hab ich auch. Ja. So. Also. Mach vor. Ich muss gerade einen Enderman töten, hab gerade einen Enderman getötet. Hab dafür eine Enderperle bekommen, nice. Okay, also, dann werde ich jetzt mal das Stranging Book machen, ne? Du bist ja hier damit, ne? Hast ja was draufgelegt, ne? Damit der Server nicht ding. Klar. Das heißt, ich kann theoretisch kurz noch leaven. Ja. Okay, dann disconnecte ich jetzt kurz. Also, du fliegst jetzt nicht vom Server raus. Wenn doch, dann sag mir Bescheid. Gut, dann, also, erste Quest würde ich sagen, töte 100 Kühe, oder? Töte 100 Kühe ab jetzt. Also, die davor schon getöteten Kühe zählen nicht, oder? Wie zählen wir das dann? Ja, du merkst dir halt, wie viel du jetzt hast bei den Statistiken und dann machst du nochmal neu. Oder? Oder wollen wir einfach sagen, töte 150 und dann machen wir es halt so, oder? Ja, okay. Dann schreibe ich jetzt einfach töte in deinem ganzen Leben. Oder töte, also erstens töte 150. Töte auf 150 Kühe. Gut, dann Quest Nummer 2. Wir haben ja gesagt, kein Trollen. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen jetzt viel auf Töten. Nee. Oder? Ja, doch. Also ich meine, wir können ja nicht so viel anders machen. Anderes machen. Jeder von uns hat ja jetzt ein Jetpack, ne? Ja. Also wollen wir wieder das machen mit dem Verändern an einer anderen Base? Verändere was Kleines, oder? Mhm. Was Kleines an beiden anderen Häusern. Dann würde ich sagen, verkaufe 5 Sachen. Oder? Ja. Ab dem Zeitpunkt halt. Verkaufe ab jetzt 5 Sachen. Und dann schreibe ich mir jetzt in Klammern 0 von 5. 0 von 5. Viertens. Baue deinen Shop aus. Also, ich meine, du hast jetzt zwar schon einen schönen Shop und ich auch, aber trotzdem einfach mal so ein bisschen ausbauen. Geht ja immer. Ja. Ich meine, mein Ziel ist es ja, klingt sehr dumm, ich will ja ein Lidl bauen. Heißt ja theoretisch, mein kompletter Shop wird ein komplettes Haus. Deswegen, ja. Wehe, du klaust mir die Idee.
Also, das wird aber noch 15.000 Questbooks dauern, bis ich das irgendwann mal schaffe. Oder baue deinen Shop anmaßend aus. Also nicht einfach nur einen Block hinplacen und das zählt dann. Also anmaßend aus. Okay, keine Ahnung, wie man das Wort schreibt. Ich habe es jetzt einfach mal so geschrieben. Fünftens. Claime vierten Chunk. Ich meine, wir konnten ja bis jetzt nur drei Chunks claimen, weil wir ja nur dafür die Quests hatten, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, claime den fünften Chunk. Das wäre dann, glaube ich, so am Ende. Nee, den vierten Chunk meine ich, den vierten Chunk. Claime deinen vierten Chunk. Trade 10 Sachen bei Villagern. Ab jetzt. Trade 10 Mal mit. Oder ab jetzt tradet. Ab jetzt 10 Mal mit Bewohnern. Ich habe jetzt einfach Villager aufgeschrieben, weil juckt, oder? Ja. Ja, ich bin nur zu blöd, um Villager zu schreiben. So, 7. Ich meine, wir könnten theoretisch noch irgendwas mit dem Nether machen. Baue eine. Oder nee, baue zwei. Baue zwei Glowstone-Vorrichtungen komplett ab. Also zwei von diesen Glowstone-Vorkommen, der. Oder? Weil das Ja, ist ja nicht baue immer zwei einfach, Glow. weil du musst dich ja hochbauen, dann die Fläche bauen und so. Also ist es okay so? Wenn wir das so Ja, klar. schreiben? Also baue zwei. Ich habe jetzt hingeschrieben, blaue zwei Glowstone Adern ab, weil das sagt man ja auch Glow. bei R. Ja, klar. Komplett ab, ne? Glowstone. Ah, dann komplett ab. Genau. Dann mache ich mir auch wieder in Klammern 0 von 2, damit ich mir das nicht merken muss. Und was noch? Wir haben jetzt sieben Sachen, oder? Ja, Sieben genau. Sachen. Ja. Ich mache mir noch kurz meine Liste ein bisschen schöner mit dem, damit ich mir immer notieren kann, bei wem ich schon was gemacht habe und so. Mit dem Verändern und so, weißt Ja, klar. du? Adrian 0. Ben 0. So. Dann achtens. Achtens. Crafte dir. Ich wollte gerade sagen, crafte den Jetpack, ist aber sehr unnötig. Crafte dir Was ist denn selten? Also Diamantrüstung würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist Verschwendung, finde ich. Nee, braucht's nicht. Obsidianrüstung ist zwar für mich easy, aber für euch. Ja, aber das, dann ist es ja komplett useless. Die Quest. Für dich, nicht für mich ist es komplett useless. Ja, aber sie ist dann generell Oder allgemein. verzaubere jeden Teil einer vollen Obsidianrüstung mit zwei unterschiedlichen Effekten. Was? Also Als ob, wie krank heftig. Obsidian Schuhe, Obsidian Hose, Obsidian Brustplatte, Obsidian Ja, aber dann Helm. würde ich das Obsidian weglassen. Ja, dann einfach irgendeine Rüstung. Aber ich meine, es macht ja Baueffekte. Sinn, eine Obsidianrüstung zu machen, weil die ist halt fett. Also, verzaubere deine Rüstung, also halt die Rüstung, die du gerade benutzt, deine volle Rüstung. Verzaubere jeden Teil deiner vollen oder einer vollen Rüstung. Einer vollen Rüstung
Deckung mit je 2 unterschiedlichen. Du mega genau, wie du es machst, schreibe ich mir gar nicht auf. Ich will es mir deswegen so aufschreiben, weil damit wieder kein Beef kommt von wegen, habe ich halt anders verstanden, weil das ja da so nicht steht, ne? Genau. Deswegen mache ich es so. Wenn ich sage, ich habe was anders verstanden, dann kannst du ja... Dann kann ich sagen, weil ich meine, ich habe es hier auf Aufnahme und ich meine, ich schreibe es hier Wort für Wort auf. Dann kann ich dir sagen, ja, ne? Habe ich halt scheiße aufgeschrieben dann so. Genau. Aber ich meine, ich habe es jetzt gerade auf Kamera. So wie es bei mir steht, ist es das einzig Wahre. So, neuntens. Mach du mal einen Vorschlag. 3... Irgendwas mit Folgen ist ja wieder dumm, weil ich meine, irgendwas mit Folgen, das kannst du ja nicht machen. Genau. Problem. Was wir machen könnten, auch wenn das jetzt für dich zwar, es ist eine insgesamt recht einfache Aufgabe, ich meine, es muss ja nicht jede Aufgabe lange dauern, baue den Command-Block-Block schöner. Ich meine, das hast du jetzt schon gemacht, du müsstest halt dann nochmal was hinbauen. Ist ja okay für dich, oder? Oder verziere den Command-Block-Block. Verschönere den Command-Block-Block. Und Adrian, du musst es halt dann noch weiter machen. Okay? Adrian? Klar, machen wir. Also du schreibst einfach auf, ergänze was zum Command-Block-Block. Verschönere den Command-Block. Block. Und ich schreibe mir jetzt in Klammern Bewertung der anderen. Also das heißt, die anderen müssen schon sagen, ja, es ist verschönert und nicht nur irgendein Block durch einen anderen ersetzt. Also du müsst wirklich schon das komplette Ding verändern. Das heißt, ich schreibe mir hin, Veränderung des letzten Blocks. Ja. Gut, dann zehntens. Baue etwas Allgemeinnütziges an den Spawn. Ein Penis. Okay, nee. Ja, verschönere ein Teil des Spawns. Also, und damit nicht der Shop. Verschönere ein Teil des Spawns in deiner Region halt, an deiner Seite. Weil ich meine, die Chunks sind ja nicht hundertprozentig da, wo unsere Shops sind. Und an der Stelle, wo halt noch der Chunk ist, baue da noch was hin. Oder? Ja. Oder, also, baue etwas an deinen Teil des Spawns und dann wieder Bewertung halt, ne? Ja, klar. Ich würde eine Sache sagen, noch, die ich relativ witzig fände. Ja? Weil bis jetzt waren wir dann im ersten Stranging Book waren wir so auf, so ja, hier töte und sowas. Ja, töte würde ich jetzt nicht machen, ich würde sagen PvP. Oh. Wir bauen eine PvP-Arena. Ja. Aber ist auch kacke, weil ich meine, die Ressourcengleichheit. Ich würde sagen, also das mit der PvP-Arena, das können wir, das ist noch mein Projekt für sich. Das kann zum Beispiel in diesem Stream jetzt eine PvP-Arena bauen. Nee, das würde ich gerne, weil wir können sie beide bauen. Nee, was ich am Spawn gerne machen würde, ist so, weil ich habe Aufzugblöcke mir gecraftet. Aufzugblöcke? Ja, wo du dann, wenn du auf dem Aufzug bist, hochspringst, dann kommst du auf die Ebene über dem Aufzugblock. Auf den Aufzugblock, über dem Aufzugblock. Ach so, diese Aufzugmod. Mhm. Ah ja, da habe ich mal, ist das die Aufzugmod, die ich kenne? Ich glaube nicht. Kennst du Le Copper von Logo? Ja, kenne ich. Der hat doch so Mod-Vorstellungsvideos gemacht, ne? Ja. Hast du da sein Video gesehen zu der Aufzugmod? Ich habe eine Aufzugmod gesehen, aber die hat ja auch so ein Feld gehabt. Noch ja, so ja, genau, so ein Tastenfeld mit Etagen und alles. Ist das nicht die? Nee. Ja, aber ich baue ja meine Soulstone-Aufzug-Scheiße. Weil ich finde das einfach cool. Weil ich habe das letztens bei Manu gesehen. Grüße an Manu LP. Der hat das einfach so gebaut und ich dachte mir so, what the fuck, Alter, wie geht das? Und jetzt will ich das auch bauen.
Ja, übrigens, was ich jetzt nur noch so, weil Mai, schenke, was ich vorhin eigentlich hinaus wollte, schenke einem Mitspieler etwas Nützliches. Oder schenke einem Mitspieler etwas Brauchbares. Genau, Sein, brauchbar. von seiner Meinung aus. Oder Ja, schenke krass. deinem Mitspieler etwas, was er benötigt. Ja, genau. Habe ich theoretisch schon 15 Mal erledigt. Aber ich meine, ich mache es ja gegen ne, Bezahlung im Sinne von Verschuldung. Schenke einem Mitspieler. Das würde dann zum Beispiel heißen, dass wenn ich dir meine Blumen schenke oder Teile meiner Blumen. Schenke einem Mitspieler. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Zehn, Etwas oder? für ihn Nützliches. Wir haben schon 11. Stimmt, das war jetzt das Jetzt ist Letzte. die 12. Dann würde ich sagen, nochmal irgendwas mit Töten, oder? Töte 5 Endermans. Ab jetzt. Oder sagen wir insgesamt? Dann wäre ich zwar schon ein bisschen vorne. Oder dann machen wir töte 8 Endermans. Nee, dann machen wir, warte mal ganz kurz. Ich würde gerne eine Sache machen, die, weil Endermans killen ist halt mittlerweile mit dem Equip jetzt nicht schwer. Es geht nur um die zu finden. Ja. Und ich würde eigentlich sagen, töte irgendeine gewisse Anzahl an Creepern. Stimmt, weil Creeper sind ja schwer zu kriegen. Ich meine, ich müsste mal gucken, wie viel Creeper ich habe und dann dementsprechend auch, wie viel du hast. Ach fuck, da müsste ich jetzt auch. Na, egal. Ja, gut, dann sagen wir mal, töte 80 Creeper. Oder 80. Ich wäre jetzt auch, 75. ich wär jetzt eigentlich auf 60 runtergegangen Ja, schon. dann würde ich sagen 60, oder ja. Töte insgesamt halt, ne? Also einfach töte. 60 Creeper. Gut, dann. Mann, meine Autokorrektur macht mir Creeper zu Krebs. Hier ist es so schön. Ey, warte Mann. mal, warte mal, mir kam gerade was in den Sinn. Du kennst ja diese Schleiminseln. Ja, genau. Und würde ich sagen, rotte 5 Schleiminseln aus. Also, dass halt dann nichts mehr auf dieser Insel. Das halt dann. Ich meine, normalerweise spawnen. Da müssen halt so zwei fette Slimes oder ein fetter Slime sein. Und den musst du dann komplett umbringen. Töte 3 Slime-Inseln. Oder? Wollen wir es so sagen? Also Adrian? 30 Schleiminseln komplett vernichten. Ja, nicht abbauen, sondern halt die Schleim. Nee, ich habe eine bessere Idee. Du kennst ja, wenn du Ja. von dir zu mir läufst, da ist doch so ein Herbstbiom mit den Herbstblättern. Ja. Habe einen halben Stack Herbstblätter jeder Farbe. Einen halben Stack von den Blättern. Ist zwar nicht schwer, aber wäre doch eine Möglichkeit, oder? Adrian. Okay. Komm, wollen wir das machen? Was können wir machen? Habe einen halben Steak. Habe einen halben Steak. Steak, wie schreibt man Steak? Steak. Oder habe, ja, ich schreibe jetzt einfach 32. Habe 32 Laubblätter jeder Herbstfarbe. Ist okay so, oder? Ja, schon. Das ist dann, glaube ich, gelb, orange, braun, rot Das und war's, oder? gelb, orange, rot, braun. Ja, glaube, das Ja, war's, ja. genau. Ja, das ist nicht krass, aber ja. Ja. Dann. Irgendwas mit Craften vielleicht, aber was? Irgendwas, was teuer ist. Fuck.
Es gibt doch diesen Schissel, ne? Diesen Schissel, womit man Blöcke verändern kann. Ja, genau. Schissele oder verändere 5 Stacks Blöcke mit dem Schissel. Aber jeder Stack muss eine andere Art haben. Oh Gott, wie formuliere ich das jetzt? Verändere 5 Stacks. Warte mal, verändere 5 Stacks Blöcke mit dem Schissel. Verändere 5 Stacks Blöcke mit dem Schissel. Wobei jeder Stack eine andere Art sein muss oder ein anderes Aussehen. Wobei jeder Stack anders werden muss. Würde ich jetzt so sagen. Also ja. Ich glaube, du und ich weiß schon, wie man das formuliert. Halt einfach, Ja. dass, wenn wir jetzt zum Beispiel normalen Stein nehmen, aber halt dann jeder Stack muss eine andere Art von Stein haben. Also von anderen Art von Veränderung des normalen Steins. Es heißt jetzt nicht, dass wir jetzt einmal Bricks, Cobblestone, einmal normalen Stein, einmal Holz und so. Also einfach nur eine, kann auch unterschiedliche Arten sein, aber es darf halt nicht jetzt 4-mal der gleiche veränderte Stein sein. Ja, genau. Genau. Ja. 15. Mein Stream hat jetzt schon 10 Wiedergaben, lol. Ich wollte gerade sagen, lade Parts hoch, aber ich habe ja immer vergessen, dass du nicht laden kannst. Irgendwas, was viel Zeitaufwand ist, wie zum Beispiel deine Bücherregale. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du nochmal den Aufwand machen willst und einen halben Stack Bücherregale craften willst. Oder? Ja, können wir eigentlich, aber eigentlich machen, juckt mich eher weniger. Du könntest die Bücherregale ja trotzdem irgendwie verbauen, oder? Klar. Dann würde ich sagen, Was? crafte insgesamt einen halben Stack Bücherregale ab jetzt. Ja. Crafte ab jetzt einen halben Stack Bücherregale. Einen. Oder crafte ab jetzt 32 Bücherregale. Und setze sie erst, wenn du fertig bist. Also wenn du 32 hast. Also habe 32 Bücherregale, gecraftete Bücherregale. Habe 32 frisch gecraftete Bücherregale im Inventar. So habe ich es. Weil wenn du deine Bücherregale theoretisch mit Silk Touch abbaust, dann zählt es nicht. Okay? Also habe 32 frisch gecraftete Bücher, Regale im Inventar. Wollen wir sagen, warte mal. Es gibt doch die Diamant-Chest. Es gibt doch diese Ja. Chest-Upgrades. Was ist denn davon so richtig teuer? Jetzt kommen wir mal auf was richtig Fieses. Das wird wahrscheinlich Ben niemals schaffen. Weil es gibt ja Diamant-Upgrade, das ist ja aber an sich nicht so krass. Dann würde ich schon was Ja. Krasses nehmen. Ich meine, ich habe hier Chest-Upgrade,
Diamant to Crystal. Was braucht man dafür? Ist ja mal voll günstig. Diamant to Obsidian. Wollen wir das machen? Das ist gar nicht mehr so teuer und würde sogar auch gehen. Also wollen wir eine Diamant zu Obsidian Chest machen. Also upgrade eine Chest auf Obsidian. Oder? Ja, machen wir. Oder hier steht Crystal Chest. Dafür brauchst du eine Diamant Chest und musst da drumherum Glas tun. Ist das auch okay? Wollen wir das machen? Nee, ich will jetzt Obsidian lieber. Also, es gibt hier Diamant Obsidian Chest Upgrade. Da brauchst du in der Mitte ein Glas und außenrum Obsidian. Man kann sich theoretisch aber auch craften mit der Diamant-Chest in der Mitte und Obsidian außenrum. Also es ist komplett egal. Dirt-Chest. Lol, es gibt einfach eine Dirt-Chest. Crafte dir den Obsidian-Chest oder mache dir eine Obsidian... Habe eine Obsidian-Kiste und eine Erdkiste. Das ist einfach cool, das finde ich geil. Okay, wollen wir das machen? Also habe eine Diamant-Chest und eine Obsidian-Chest. Nee, eine. Diamant. Habe eine Obsidian-Chest und eine Erd-Chest. Oder? Also das mit der Erd-Chest, das habe ich gerade gesehen, das finde ich cool. Habe eine. Nee, Obsidian-Chest. Obsidian. Chest und eine Erdchest. Adrian, bist du noch da? Bin ich. Okay. So, es fehlen noch 3 Quests. Ja gut, ich. Was gibt's denn für eine Mod, wo wir noch gar nichts gemacht haben? Ich meine, du hast jetzt Botanica. Das hast du ja auch schon gemacht. Ich scroll mal so ein bisschen durch die Liste durch. Ah, hier mit diesem Atomic Reconstructor. Damit könnten wir auch noch was machen. Damit könnten wir zum Beispiel sagen... Hey, was ist das überhaupt? Hm? Was denn? Ja, das, was du gerade erzählt hast. Diesen Automatic Reconstructor, Atomic, ja. Der macht so einen Laser. Das ist dieser Laserstrahl-Ding, wo ich dir erzählt habe. Das mit diesem Laserstrahl, was dann Blöcke verändert. Aber nee, ich habe was Besseres. Mache oder verwandle einen Void Crystal in einen Empowered Void Crystal. Das ist zwar für mich einfach... Genau, das ist das Problem. Stimmt. Du hast mit der Mod schon viel zu viel gemacht und wir halt noch gar nicht, so gefühlt. Empowered Void Crystal Block. Der ist auch scheiße für mich. Kaffeemaschine habe ich ja auch schon. Drill. Oh, lol, ein Drill. Wollen wir uns einen Drill machen? Ein Drill? Crystal Flush. Von der du was gemacht hast. Nee, das hat halt was mit diesen Crystallen zu tun, aber diese Crystal habe ich nicht. Da brauchst du zum Beispiel diese Advanced Coil 2-mal, dann so ein Drill Core, dann Enori Crystal Block und 2 Diamantin Crystal 3. Also der ist schon ordentlich teuer. Also ich würde sagen, crafte dir einen Drill. Oder? Nee, würde ich nicht. Also, ich meine, er kostet. 3 mal 9 sind 27 Enori Crystals. Habe ich nicht, sage ich dir jetzt schon. Habe ich nicht. 27 Enori Crystals. 3 Diamantin Crystals. Dann 2 Advanced Coils und ein so ein Drill Core. Da, wo brauchst du auch nochmal so ein Restonica Crystals und Basic Coils. Und nochmal ein Enori Crystal Block. Oh mein Gott.
Dafür brauchst du viel zu viele Inori Crystals. Ja, die bekommst du ja nicht. So viele Inori Crystals kriegst du ja nicht her. Okay. Gut, vergessen wir das. Was ist das denn? Greenhouse Glas. Was macht das denn? Warte mal, Informationen. Was kann das? Greenhouse Glass is a very effective one to speed up grown up your plants. Oh lol, das crafte ich mir. Das crafte ich mir easy. Tree of Transition Planting, was? Ach, Yellow Ass, einfach hier Setzlinge 4. Empowered Palace Crystal. Was ist das? Greenhouse Glass. Greenhouse Glas. Okay, perfekt. Ja, gut. Aber irgendwas mit Craften will ich noch machen. Ich würde sagen, wollen wir irgendwas mit Hundis machen? Ja, gut, aber Hundis haben wir beide ja schon. Das ist auch wieder doof. Redstone-Ofen haben wir auch schon. Oder zumindest ich. Ja, ich auch. Ah. Aber die Mod, die du, von der du die ganze Zeit gesprochen hast, auch hier dieses Redstone-Ofen, ist halt eine Mod, mit der du dich schon viel... Ja, die Technik-Mod. Ich habe mich zwar mit der nicht auseinandergesetzt, aber ich benutze sie halt und ich habe die ganze Scheiße schon. Ja, genau. Und ich habe... Das wäre wie, wenn ich jetzt sagen würde, ja, crafte dir deine erste Rune Botaniker. Ja, klar. Könnte ich mir theoretisch zwar machen, aber dafür müsste ich erstmal wissen, wie ich meinen Mana-Pool fülle. Also... ist auch kacke. Du bist bei mir, kann das sein? Hi. Ja, ich bin gerade bei dir. Wir könnten machen irgendwas mit XP wieder. Habe einen kompletten Stack XP-Blöcke. Was? Alles klar. Also diese XP-Blöcke-Dinger da halt, ne? Komplett übertreiben erstmal. Ja, weil ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie das nicht so schwer ist zu bekommen. Ich habe eine Möglichkeit gefunden. Ich kann sie dir erklären. Ja, erklär mir. Und zwar gibt es ein Gerät, womit man XP in diese Blöcke umwandeln kann. Wenn du XP eingibst, dann kommt da so irgend so ein komisches Gerät. Warte mal, ich kann dir das... Ja, gib mal XP ein und dann kommt da so ein Gerät. Das ist, hat so einen lilanen Namen. Experience Solidifier. Genau. Da müsste es ja bei Informationen dran stehen, macht XP in diese XP-Blöcke. Also würde ich sagen, ist angemessen. Habe einen... Guck dir mal an, was du dafür craften musst. Das ist ja komplett krank. Wie viel denn? Was denn? Was brauchst du? Du brauchst Advanced Coil, ist easy zu machen ja? zwar. Ja? Aber Empowered Diamantine Crystal Block. Was ist Diamantine nochmal? Das, diese diamantmäßigen. Ja, ja, aber welche davon? Der Diamond. Oh Gott. Crystal Block. Ja, zweimal. Zwei von denen? Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, aber den musst du ja auch noch empowern. Ja, empowern ist nicht schwer. Empowern kann ich ja auch für euch machen. Du brauchst ja nur dieses. Theoretisch kannst du das Ding ja auch erfarmen, diese Blöcke. Ja, ich sag ja nur. Ich finde das ein bisschen. Oder er habe einen halben Stack. Halb ab jetzt. Okay. Ab jetzt. Also nicht jetzt. Also ich meine, ich habe ja jetzt schon wieder 6 Dinger. Oder wahrscheinlich hast du 32 oder sowas. Aber ich würde sagen, ab jetzt 32. Ja. Einfach so. Habe. Ja. 32. Wie viel hast du denn im Moment? Gar keine. Ab jetzt. Habe 32 XP Blöcke ab jetzt 0 von 32. Gut. Dann Quest Nummer 18. Habe 4 verschiedene Rüstungen einer Art verzaubert. Oder habe einfach 4 verschiedene Rüstungen einer Art verzaubert, oder? Also 4 verschiedene, also jetzt zum Beispiel eine komplette Kopper-Rüstung. Ja. Oder zum Beispiel eine komplette Obsidian-Rüstung.
Und die halt auf einem Armor-Stand komplett, eine komplette Rüstung. Viermal, also vier verschiedene Arten. Also eine Eisenrüstung zum Beispiel komplett, eine Obsidianrüstung komplett, eine Kopperrüstung komplett. Aber auf einem Armor-Stand muss auf einem Armor-Stand, ja. Warum? Weiß ich nicht, weil es schick ist. Ja, du kannst es theoretisch auch ohne Armor-Stand, aber ja. Mit Armor-Stand oder ohne? Ohne, hä? Also einfach... Trägt ja nichts zur Quest bei direkt. Ja, warte mal, dann wählen wir aber aus, welche Arten von Rüstung. Ich meine, ich guck mal hier rein. Wollen wir eine Goldrüstung nicht, oder? Nee, keine Goldrüstung. Eine Platinumrüstung, lol. Warum keine Gold, hä? Hallo? Weil das Ben niemals schaffen würde. Da würde sich Ben wieder beschweren. Ich würde sagen, kann man sie... Rüstungen. Warte mal, ich guck mal nach Rüstungen. Chest, Plate, Saar, Copper, Tin, Silber, Lead, Aluminium, Nickel, Platinum, Steel, Electrium, Invar, Bronze, Konstantian, Flux, Included, Draconic, Chestplate, Draconic, Ryan, Electrium, Terra Steel, Mana Steel, Void Crystal Chestplates, Diamantine Crystal, All Crystal Chestplates. Wollen wir Crystal Chestplate machen? Okay. Crystal Chestplate, oder? Warte, ich muss mal kurz ein Skelett umbringen. Das ist bei dir. Das schießt auf dich. Hä? Ich versteck mich gut bei dir, okay? Lol, ein Skelett kämpft gerade gegen einen Villager-Zombie. Ah! Creeper! Oh, hi, Creeper! Alter, ich werde gerade so belagert. Es wäre echt schön, würdest du mir helfen. Adrian! Ja, ich helf dir. Helft mir, meine Hunde! Nein, Creeper! Fick dich, Creeper. Hurensohn-Creeper, ziemlich brutaler Hurensohn-Creeper. Nein, meine ganzen Creeper. Meine ganzen Wolfies, meine ich. Oh. Komm raus da, komm. Ja, fein. Wir verstärken weiter, okay. Was? Was laberst du? Was hast du gesagt, Adrian? Kannst du mir ein bisschen was zu essen geben? Ich habe mich gerade kurz bei dir noch versteckt. Wo bist du denn? Warte, hi. Sekunde. Kannst du mir ein bisschen was geben? Ich bin tatsächlich auch recht blank, was Essen angeht. Na gut. Oder nein, ich hab noch ein bisschen was. Ich hab noch ein bisschen was. Wollen wir irgendwas mit Brot machen? Habe einen Stack Brot. Besitzt ein Stack Brot. Ja, genau. Also, besitze einen Stack Brot. Was? Ist jetzt die Quest nach Diamant? Nach dem Diamant, Obsidian, was waren deine Quests? Alter, hast du denn überhaupt nicht aufgepasst? Nee. Nach der Diamant-Chest. Was? Ja, nach der Diamant-Chest-Quest. Nach der Obsidian-Chest-Quest. Meine ich, sorry. Hier, habe eine Obsidian-Chest und eine Erd-Chest. Ja, genau. Und dann das habe 32 XP-Blöcke ab jetzt. Genau, und als nächstes würde ich sagen, Alzheimer, was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Adrian, was habe ich gerade vorgeschlagen? Was du gerade vorgeschlagen hast? Mit dem Brot, ne? Brot. Genau, ja. Besitze 64 Brot. Das heißt, nichts von Essen, ne? Nichts von Essen steht hier. Gut, dann 19... Hi Manuel, was geht? Wollen wir dieses Greenhouse machen? Was? Habe 4 Greenhouse-Glas.
Wie macht man Greenhouse-Glas? Du brauchst, also zwei Greenhouse-Glas macht man mit viermal Glas, vier Setzlinge einer Art und einen Empowered Palace Crystal. Ja, aber das ist ja wieder was zum Empowern. Ja, Empowern ist einfach. Empowern ist echt einfach. Und theoretisch könntet ihr zum Empowern zu mir gehen. Vorwarnung, ich habe keine Empowered Crystals dieser Art. Habe ich nicht. Ich habe keinen Empowered Palace Crystal. Aber theoretisch könntet ihr zu mir kommen und sagen, ja, hey, empower mir mein Crystal. Ah, Creeper! Was? Insgesamt die Quest gewesen, insgesamt so jetzt. Ja, habe vier von diesen Glasdingern. Greenhouse-Glas. Genau, Greenhouse-Glas. Habe vier Greenhouse-Glas. Zum Empowern könnt ihr jetzt zu mir kommen. Das wäre dann für mich gleichzeitig geschenkt, dieses Schenken-Ding. Ne? Dann finde ich wieder zählt's nicht. Wieso? Was? Als Schenken. Achso, als Schenken. Ja, okay, vergiss es mit dem Schenken. Aber wollen wir das machen als Quest? Weil ich kann für euch ja sozusagen das anbieten. Oder? Muss die halt besitzen, diese vier Greenhouse Glasses. Genau. Also besitze vier Greenhouse Glass. Warte mal, ganz, oder? Ganz kurz. Oder besitze zwei Greenhouse Glass. Ist das besser? Ja, nee, aber dieses Greenhouse Glass, ich bin halt an sich mit allem, was in die Richtung von Sachen geht, wo du das bei dir zu Hause rumstehen hast. Selbst wenn die es benutzen können, ist es halt trotzdem dieser Fact so. Hey. Ja, Problem ist halt, dass die Technik-Mod, wo ich sehr viel in meinem Haus habe, ja, und die Botaniker-Mod, wo du sehr viel hast, halt so viele Teile der Mods beanspruchen. Ich meine, ich habe das mit der Crystal-Mod mittlerweile verstanden. Du hast es mit der Botaniker-Mod verstanden. Und ich habe halt ein paar technische Geräte, die halt ihr noch nicht habt. Und deswegen, das ist halt so ein Großteil von den Mods. Und da kommen wir irgendwann nicht drum rum, weil irgendwann würden uns die Quests ausgehen, was das angeht. Weil wir kommen irgendwann nicht drum rum, dass einer von uns das irgendwas mit der Botaniker-Mod zu tun hat und dass das halt dann in deinem Fachgebiet ist. Aber gleichzeitig kann man ja dann sagen, wenn es zum Beispiel was mit der Botaniker-Mod ist, was in deinem Fachgebiet ist und wo du halt sagen kannst, ja, hey, benutzt meinen Scheiß gegen Bezahlung oder sowas. Aber stattdessen dann im selben Questbook halt nochmal sagen, ja, benutzt jetzt zum Beispiel bei mir die Empowered Crystal Kacke. Dann wäre es einmal für mich nützlich, einmal für dich nützlich. Ja, und was ist mit Ben los? Der hat halt nichts Nützliches. Ja, das liegt daran, weil der Ben einfach nicht spielt. Der spielt halt einfach nicht. Ja, und weil Ben auch gesagt hat, er macht das Projekt gerade gar keinen Spaß mehr. Ja, genau, deswegen würde ich sagen, scheiß auf Ben. Und im Notfall hätte ich einfach sagen können, dass du, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als 19. Quest sage, mach dieses Glas mit dem Empowered Scheiß viermal, ne? Aber und dann bei der Quest 20 sage, mach irgendwas mit Mana, also ich weiß jetzt nicht genau was, aber halt irgendwas, das können wir uns gleich noch aussuchen. Und dann würde ich einfach sagen, wenn ich jetzt sage, ich brauche deinen Mana Pool oder mach das für mich oder so, dann würde ich sagen, kostet es halt von mir aus, wenn ich jetzt sage, hey, gib mir einen halben Stack Redstone oder gib mir einen Stack Redstone, sagst du jetzt zu mir, wenn ich das bezahlen sollte? Kannst du ja ändern. Und bei Ben ist es dann zum Beispiel nur ein halber Stack Redstone, weil er ja nicht so viel hat. Klar. Also würde ich einfach sagen, dass je nachdem, bei was Ben halt fragt, einfach die Preise weniger sind als bei, wenn ich jetzt dich frage. Aber dann würde ich die Quest trotzdem reinnehmen. Und ich schreibe jetzt bei jeder Quest, also bei 19 und bei 20, dann in Klammern Ben Ermäßigung. Ermäßigung für Ben. Heißt, jetzt sage ich ab 19, mache 4 oder besitze 4 Greenhouse Glas. Oder? Ja. Gut. Besitze 4 Greenhouse Glas Ermäßigung Ben
Und dann bei der 20 muss ich jetzt gucken, was man da mit dem Mana-Pool so machen kann. Hey, das ist mein Fachgebiet, ich guck mal. Ja, aber ich möchte halt gucken, was für mich als Außenstehender jetzt, abgesehen jetzt von Ben, für mich auch okay ist. Weil ich meine, man kann ja den Mana-Pool für ganz viele Scheiße benutzen. Hier, Mana, Diamond, Mana, Infused String. Das zum Beispiel, Mana, Infused String. Man kann sich ja viele Sachen mit diesem Mana, Infused String machen. Und ja. Ich würde sagen, besitze eine, crafte dir eine, das muss ich dann halt auch nochmal machen. Mana, Wraith, Robe. Was? Mana, ja, was? Die Chestplate aus Mana Wave Cloth. Was macht die? Mana Wave Rope Top. Mana Wave Rope Top. Was macht die? Ey, ja, ist halt hier. Ist halt hier, das gibt dir, das macht, dass dein Mana weniger aufgebraucht ist und sowas. Wenn du die voll hast. Aber hier, das machst du aus Mana Wave Cloth. Und die machst du aus 4 Mana Infused String. Dann würde ich aber sagen, Helm. Nicht Chestplate. Ich würde eigentlich auf, dann, Bottom. Also, Schuhe? Schuhe? Ja, die Schuhe. Ja, dann machen wir es Schuhe, oder? Nee, nicht Schuhe, Hose. Hä, das ist dann mehr als ein Helm, weil es ist halt einfach so, yo. Ja, aber du hast es halt easy drin. Ich theoretisch aber auch. Genau. Also ich kann jetzt eigentlich nichts sagen. Ja, dann machen wir Hose. Mana, Wave, du musst mir diktieren. Mana, Wave. Warte. Habe ab jetzt eine Mana, Wave. Wie schreibt man Wave? F-A... Nee, W-A-F-E, oder? Ja, genau. Wave. Mana, Wave, Rope, Bottom. Rope, Bottom. Genau. Und dann wieder Ben, Ermäßigung. Ermäßigung. Ben. Gut. Fertig. Let's go. Nice. Das neue Stranging Book ist fertig. Hast du dir auch alles aufgeschrieben? Soll ich die Scheiße kopieren und in Chat schreiben? Nee. Für Ben? Ja, okay, für Ben halt. Aber ich kann halt nicht schicken, ne? Ich bin halt dafür zu dumm. Weil ich hab gar kein Word. Ich hab ja nur dieses Textteil. Ich hab gar kein Word. Ich hab das nicht auf meinem PC. Dementsprechend müsstest du in die Gruppe schicken, den Link halt wieder. Frag mich nicht, warum ich es nicht hab. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich kann es nicht schicken, weil ich habe es nicht am PC geschrieben. Dann kopiere ich einfach den, hier den kompletten Text und stelle ihn rein. Und dann kann es Ben in sein eigenes Stranging Book dingensen. Übertragen. Das ist ein riesiger Text, ne? Da wird jetzt Ben gleich ausrasten, wenn er das sieht. Warte. Neues Stranging Book, Doppelpunkt. Achtung, Adrian! Oh Gott, sieht das aus. Bumm. Alter, diese Nachricht einfach. Das sieht so geil aus. Adrian, siehst du's? Ich bin gerade hier am Rumlaufen. Siehst du es auf Discord? Schau mal hin. Diese Nachricht belegt einfach den halben Chat. War eigentlich schon eine komplette Chatseite. Alter, what? Das sind jetzt wieder nur 20 Quests. Genau. 20. Halt zwei Chunks im Grunde. Wenn du so willst. Irgendwann können wir vielleicht auch mal das bisschen ändern, aber. Ich würde jetzt sagen, jetzt für das zweite Ranging Book machen wir das halt jetzt mal so. Oder? Ja, okay. Ich würde tatsächlich einen sehr großen Sprung machen. Von 20 auf ganze 50 Quests beim nächsten Ranging Book. Weil dann müssen wir nicht arbeiten. Ja, aber du müsstest. Aber dann würde ich auch sagen, dass viele Quests sehr einseitig sind. Also heißt, dass
5 Quests oder 10 Quests nur aus Töte irgendwelche Viecher bestehen. Weil sonst ja, ist das ja wirklich komplett kacke. So kreativ ist ja schlimm. Ja. Also ich mache mir mal direkt dieses Greenhouse-Kackhaufen-Gedönse. Dafür brauche ich... Was brauche ich dafür? Die Setzlinge, 8 Stück. Hier, Spruce Sapling. Dürfte gehen. Alter, was will das Skelett jetzt da? Geile Röntgenblickbrille hat mir geholfen. Oh Gott, das ist ein Creeper. Okay, ich vergiss es. Vergiss das Skelett, lass mich einfach in Ruhe. Verbrenne. Komm. Burn in hell, Alter. Regen, es wäre auch schön, wenn du weggehst. Danke. So, das Skelett burnt in hell. Ich sollte vielleicht erstmal mein Inventar aufräumen. Wieso ist eigentlich mein Rotten Flash in fucking Essenskiste? Ich esse auch mal meinen Rotten Flash, anstatt es zu Leder zu machen, ne? Kennst du ja. Oder? Ja. Ist ja logisch. Ich meine, macht ja jeder. Ich habe schon 32 Gunpowder? Holol. Ich habe 26. Oh, warte mal, fuck. Wir haben ja gesagt, töte insgesamt 150 Kühe. Was haben wir nicht irgendwas mit Creepern gesagt? Töte 60 Creeper insgesamt, haben wir auch wieder gesagt, ne? Okay. Wie viel habe ich eigentlich gerade? Ich muss gerade auch mal gucken, wie viel ich habe. Statistiken. Mobs. Spider, Wolf, Crab. Ich find's nicht. Da, Creeper. 27. Oh mein Gott. Lol, so wenig. Ja gut, okay, die Hälfte. So über das Doppelte davon, von meinen Creepern, die ich bekämpft habe, sind einfach halt explodiert. Weil ich halt ein bisschen dumm bin. Klar, die Quest selber hätte ich wahrscheinlich ja sogar schon. Ja, ja, klar, ich auch. Also das ist ja kein Problem. Klar. Die Viecher fliegen halt. Ich habe auch nicht drauf geachtet, die komplett zu killen, weil... Ist halt so. gut, ich muss jetzt hier mal noch kurz sortieren. Also diese goldene Chest ist so groß. Da will ich ja nicht wissen, wie groß die Obsidian-Chest ist. Und das Geile ist ja, die Obsidian-Chest ist ja mega teuer und groß. Und dann gibt's einfach diese Small Storage Cate. Das ist einfach sauriesig und kostet, glaube ich, nur ein bisschen Holz. Ist halt saugeil. So diese Balance ist halt null da. Aber egal. Ich muss sowieso mein Kistending mal erweitern. So, also was habe ich jetzt noch gebraucht? Jetzt brauche ich 8 Glas. Mein Gott, ich brauche auch unbedingt mal mehr Glas. Ich habe kein Glas mehr. Fück. Nein, Creeper! Obwohl, doch, Creeper. Komm her. Jetzt bitte nicht... Wieso explodiert... Diese Feuerwerks-Creeper haben irgendwie eine weitere Range... Als der normale Creeper. Ja. Habe ich so das Gefühl. So, hier wieder schön in meinen XP-Tank rein. 4, 3, 2 und 0. Oh, ich liebe meinen XP-Tank. Und er ist ja halt noch nicht mal ansatzweise voll, ne? Gut. Ah! Ich höre das Creeper-Geräusch, aber ich sehe kein... Das war wieder so ein Invisible-Creeper. Das war wahrscheinlich wieder dieser Lag. Oder es war ein Invisible-Creeper, keine Ahnung. Naja. Ich sollte meine Base mal mehr aus. Ich gehe kurz Schweinchen schlachten. Aha. Warum? Die armen Schweinchen, die haben dir nichts getan. Doch, sie haben mich angegrunzt. Fuck, stimmt, ich brauche ja Glas. Ja, ich hol mir kurz Glas. Und ich muss pissen. Aber ich gehe nicht pissen. Obwohl ich gerade ganz dringend muss und mega hart gerade zurückhalte. Gehe ich trotzdem nicht pissen. Ich weiß nicht warum. Ich bin einfach ein kleiner Vollidiot. Und zwar ein ziemlich tiefer und harter. Ziemlich tiefer Vollidiot, Adrian. Adrian, ich bin ein ziemlich tiefer Vollidiot. Du bist ein tiefer Vollidiot. Ja, ja, ein richtig tiefer. Man kennt den Hasen. Kann man eigentlich
Sandstone in normalen Sand umwandeln. Wahrscheinlich mit irgendeinem Gerät, aber kein Bock. Weil ich habe hier meine Sandgrube schon so ein bisschen ausgebaut jetzt mittlerweile. Und ja, hier ist überall nur noch Sandstone. Alles gut. Oh, Copper. Mittlerweile nehme ich, obwohl Copper total oft ist, immer Copper mit und alles mögliche andere auch. Ich farm sowieso ab jetzt irgendwie immer alles, weil ich einfach Angst habe, dass ich irgendwann mal Probleme seitens des haben. Weil ich meine, ich habe ja schon gemerkt, wie wenig Eisen ich mal hatte und wie hardcore ich dann farmen musste. Jetzt habe ich zwar 3 Stacks, aber trotzdem, seitdem nehme ich irgendwie immer alles mit. Ich hätte Fackeln mitnehmen müssen zum Sandfarmen. Och, ich Vollidiot. Adrian, kannst du mir erklären, warum ich so dumm bin? Ich bin auf deinen Kopf gefallen, als du zur Welt gekommen bist. Ich hab dir die Nährstoffe in der Gebärmutter abgeschnürt. Wir sind jetzt eineigige Zwillinge. Wusstest du das schon? Nee. Schade. Ich auch nicht. So, wie empowert man Sachen? Komm einfach zu mir, ich zeig's dir. Also ich möchte es dir nicht machen, aber ich kann dir zeigen, wie es geht. Hey, aber wenn du nicht willst, dass ich es für dich mache, dann kannst du es dir selber craften. Kostet halt sehr viel. Ja, also, nee, aber du hast gesagt, du gibst mir das dann. Also ich würde es theoretisch machen, gegen Bezahlung halt. Zum Beispiel gesagt, gegen XP-Blöcke. Für die Quest ist das... Ja, aber es ist ja kein Schenken. Das hast du ja selber gesagt, dass das dafür nicht zählt. Ja, aber ich habe... Ich schenke dir ein Ticket, womit du bei mir gratis empowern kannst. Okay? Ja, okay, bei der... nee, also... Das ist ja, ja oder nee? Ich hab gesagt, das zählt nicht als Schenken. Und du hast gesagt, ja, vergiss das mit dem Schenken. Aber das ist dann ja so oder so einfach. Du machst mir das dann. Das war eine Aussage von mir. Ich habe nur gesagt, dass ich es theoretisch machen würde. Nein, dass du es machst für Quest. Hä, heißt das Schenken? Also es zählt, wenn ich jetzt für dich empowere, zählt das als Schenken? Nein, hast du gesagt nein. Genau. Ja, zählt. Und was willst du? Worauf willst du jetzt hinaus mit dem Gespräch? Ja, dass du mir empowern sollst. Ja, aber gegen was? Ja, gegen nichts. Das war deine Aussage, während war wir nicht. Darüber geredet haben. Doch. War nicht. Dann habe ich es nicht so gemeint. Ich habe eigentlich damit nur gesagt, also, ach so, du meinst wahrscheinlich wegen das mein Fachgebiet und dein Fachgebiet, oder? Genau. Genau. Nee, damit habe ich gemeint, dass es halt verschiedene Sachen gibt. Und zwar, ich meine, dein Fachgebiet ist Botaniker. Das heißt ja, theoretisch könnte ich mir ja jetzt auch meinen eigenen Mana-Pool füllen und das machen. Aber es wäre ja einfacher für mich, würde ich zu dir gehen, fragen so, hey, was brauchst du, was willst du dafür haben? Und dann machst du das für mich. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe nicht gesagt gratis, ich wollte darauf hinaus. Vielleicht hast du es falsch verstanden, tut mir leid. Ja, aber dann finde ich die Quest, die ich hier gesagt habe, dann finde ich nur diese Mana Wave Rope Bottom extrem scheiße, weil das relativ... Weil so, wenn ich mir jetzt den Empowerer selber machen müsste, weil du hier wieder mir Geld wegnehmen willst, mir Sachen wegnehmen willst. Ja, ist ja das Ziel. Ist ja das Ziel von Trading. Sag ich dann halt jetzt einfach, hier, warte mal ganz kurz, hier auf Seite 8, dann ist es ja genauso, hätte ich ja genauso sagen können, hier, ja, dann nimm mal hier dein Dragonstone für die Quest. Besitze ein Dragonstone. Was ist ein Dragonstone? Das ist dann vom Schwierigkeitsgrad circa das, was deins ist. Was ist Dragonstone? Block of Dragonstone. Oder? Ja, normalen Dragonstone, nur den. Hä? Es gibt keinen Block of Dragonstone. Ich meine keinen Block of Dragonstone, sondern einen Dragonstone. Ach so. Den bekommst du Mana-Diamant in ein Portal. Ja, Adrian, Sekunde mal, ich werde angerufen. Mal wieder.
So, hallo also, Leute. Then I don't agree with the setting of my quest. Was? Ja. Wie gesagt, hier. Also das Dragonstone finde ich jetzt unnötig. Dragonstone findest du unnötig? Why? Ich hätte jetzt einfach gesagt, wir machen das mit diesem, mit dieser Bottom da. Ja, aber das ist halt, schau mal, so wenn du hier dein Empowerer, der mega schwer zu craften ist, und ich dann dafür bezahlen müsste, dass ich dein Empowerer usen kann. Du willst darauf hinaus, dass du es gratis bekommst. Ich will darauf hinaus, dass meine Quest um einiges billiger ist. Gewählt, wenn ich es nicht billiger gratis bekomme. Genau. Und da das ein Verständlichkeitsproblem ist. Das heißt, du willst, weil deine Sache theoretisch öfter, also common, more common ist, viel würdest du von automatisch sagen, ja, ich kann ja nur weniger verlangen als ich. Ja. Aber die Quest generell, dass eine Quest in deinem Fachgebiet dementsprechend um einiges schwieriger ist, selber zu machen ist. Das bedeutet, man fast nicht daran vorbeikommt. Digga, ich weiß nicht mal, wie man einen Mana-Pool füllt. Ja. Das ist halt so ein Tutorial auf YouTube, dann weiß ich. Ja, bei meiner Quest, bei meinem Gerät genauso. Ich kann dir sogar ohne Tutorial sagen, wie das Ding funktioniert. Du musst einfach nur abschauen. Du musst dir diesen Display-Stand bauen viermal, den mit Energie füllen und in der Mitte den Empowerer. Fertig. Ja, man muss es sich ja dementsprechend dann auch noch craften. Ja, craften. Ich muss mir ja genauso gut auch die ganzen Strings machen, das ganze Mana erfarmen durch diese Blumen, was ja anscheinend auch nicht unaufwendig ist, wie ich es bei dir gehört habe. Und so weiter und so fort. Sagen, wenn dann immerhin... Also willst du es gratis? Dass das immerhin nicht nur diese scheiß Hose ist. Dann komplette Rüstung oder was? Nee, das, was dir dann den Effekt letztendlich auch gibt. Chestplate und Hose. Aber der Effekt ist ja unnötig. Du hast ja dein Mana doch nicht im Inventar, oder nicht? Ja doch, klar. Hä? Okay, dann verstehe ich nicht, wie das funktioniert. Mit deinem Mana-Tablet, was du dabei haben musst, um deine Zauberstäbe zu nutzen. Ach so, die Zauberstäbe brauchen Mana und du verbrauchst weniger Mana, wenn du diese Hose und Rüstung hast. Genau. Ja, das heißt, dann ergänzen wir einfach die Chestplate noch. Bist du dann zufrieden? Dann bin ich komplett glücklich. Habe eine Mana-Wave-Robe, Bottom und Chestplate-Ermäßigung, Ben. So, und jetzt, was willst du haben dafür, dass du mir diesen einen... Wie viel muss man haben? 4, gell? Von diesem... Ja genau, von diesem Glas 4 Stück. Das heißt, du brauchst 2 Empowered Crystals. 2 nur? Ja. Ich würde tatsächlich einfach als Angebot nehmen, weil ich sowieso im Moment nicht so viel brauche. Würde ich als Angebot sagen, dass... ich mir die Hose bei dir machen kann. Also du bekommst die Empowered Crystals und ich kann dafür, oder du machst mir die Hose. Nicht die Chestplate, die Hose. Ich gebe dir die Strings. Also ich brauche von dir nur den Mana-Pool sozusagen. Also du musst mir nur mit deinem Mana das machen. Ich gebe dir die Strings und du machst es. Und dafür empower ich dir die Crystals. Genau, und ich gebe dir jetzt hier die 2 Crystals. Okay, nice, danke. Gut, jetzt muss ich kurz gucken, was ich dafür brauche. Secondly, du kannst ja zuschauen, dann weißt du ja gleich, wie es funktioniert. Nee, warte ganz kurz. Was? Ich mach dir die Hose, aber ich muss, weil mein Vater gekommen ist und gesagt hat, ich muss off. Das ist ein Problem eigentlich. Du musst jetzt off? Ich dachte, du gehst immer um 11. Ding. Musst du jetzt schon off? Hä, es ist 19:43. Oh nein, man braucht, um die Scheiße zu empowern, Prismarine Shade. Das ist Prismarine. 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 Fuck. Wie bekommt man Prismarine? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Prismarine Block. Weil das habe ich auch nicht. Prismarine Shade. Aha, das sieht doch schon gut aus. Gib mir das Zeug wieder und ich gehe jetzt auf. Okay.
Gut, das ist jetzt ungünstig, das. Ah! Was ist das denn? Atomic Reconstructor. Übrigens hat Ben immer Iron noch, ich Casing. weiß nicht, warum das so komplett, warum Ben so komplett fein damit ist. Weil Ben hat erst gesagt, so ja, das zählt ja nicht, weil du deinen Chunk so geclaimed hast, wie du ihn geclaimed hast. Was denn? Ja, weil du hast ihn ja anders geclaimed. Also, du hast ihn ja. Du hast ja die Chunks nicht aneinander geclaimed. Wie meinst du? Ach Das sind zwei so. Chunks auseinander. Davon war auch nie die Rede. Ja, doch, davon war die Rede am Anfang des Projekts. Echt? Dass wir es aneinander Ja. kleben. Ja, wusste ich Ja, dass nicht. die Chunks zusammen sein sollen. Wusste ich nicht. Und jetzt? Und das hat Ben hat einfach gesagt, so ja, zählt eigentlich nicht. Aber was tun, tut er auch nicht. Also. Also ich glaube tatsächlich, also jetzt no front. Ich glaube tatsächlich, der Ja. sagt es jetzt wieder, weil er so scheiße bis jetzt ist, auf gut Deutsch gesagt, während wir hier schon komplett am Schwitzen sind. Nee, aber ich wusste, dass diese Regel existiert. Ich nicht. Ich meine, ich kann in meine Roh. Ich habe jetzt die Rohaufnahme nicht mehr. Aber ich habe meine geschnittene Aufnahme. Und in dieser Aufnahme steht jetzt. Hat man nichts davon gehört. Da hat er ja die Chunk-Mod erklärt. Und da war nichts davon die Rede. Ich habe mir die komplette Aufnahme ja über 1,5 Stunden angeschaut. Und dann habe ich das nie gehört. Vielleicht habe ich die Aufnahme noch im Papierkorb. Aber das wurde. Also, ich habe es nie mitbekommen. Vielleicht habt ihr das ja an dem Wochenende gesagt, wo ich nicht da war. Ja, I don't know, aber es ist halt einfach so eine Rule gewesen, die aufgestellt Ja, und wurde. jetzt soll ich euch irgendwie was geben dafür, dass ich das weiter haben darf, weil ändern kann man es jetzt nicht. Ja, man kann es ändern, nur macht es halt keinen Sinn. Ja, ist ja unnötig, das jetzt zu ändern. Ich meine, es ist ja trotzdem in meiner Umgebung. Ich meine, wenn ich Ja. jetzt in die Umgebung, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo random eine Schlucht oder irgendwo random so eine Insel claime, dann nicht, dann würde es ja nicht zählen. Aber theoretisch ist es ja trotzdem okay, wenn ich. Ich meine, das Ja. ist ja trotzdem meine Base. Das ist ja trotzdem meine Base. Meine Umgebung. Da, wo ich ja mein Lager aufschlage. Das ist ja mein komplettes Lager und Teile meines Lagers sind gechunkt, damit ihr mir da nichts klauen könnt. Also theoretisch fände ich das okay und ich fände es auch okay, wenn ihr das macht. Nee, aber eine Sache, die ich nur sagen würde, natürlich, wenn wir das machen, klar, wenn du es okay findest, aber wie ich das jetzt nur sagen würde, du hast ja vorne deinen Chunk vor der Tür, sag ich mal. Ja, den habe ich ja am Anfang halt gemacht. Genau, Wenn ich brauchst den du in die nicht Mitte. mehr. Den brauche ich theoretisch nicht. Ja, Heißt, genau, wegen theoretisch könnte Flow. ich ihn umchunken zwischen Mitte meine zu beiden Tür anderen. rein. Genau, und dann wird ja wieder okay sein und da du den Chunk nicht brauchst, sondern hast du dazwischen halt gechunkt. Ist zwar ein bisschen unnötig jetzt, aber. Das wäre halt das. Ja, Ja, mit den anderen. wie kann ich denn entchunken? Ja, rechtsklick. Ah. Auf den Chunk. Und dann Und chunkt dürfen halt die die. theoretisch aber auch mit Diagonal zusammenhängen? Was? Diagonal? Also Spitze an Spitze. Oder müssen sie Fläche an Fläche, also Kante an Kante? Kante an Kante oder Spitze an Spitze? Ich glaube Kante an Kante. Okay, dann mache ich hier in die Mitte. Gut, jetzt habe ich es in der Mitte. Aber ja, genau. Ja, da ist ja meine Farm. Meine Farm ist ja sowieso nicht gechunkt worden. Deswegen halt bye. So. Ihr könntet jetzt Ja, theoretisch zwar mein Nether-Portal abbauen, aber das werde ich sowieso jetzt gleich umplatzieren. genau. Wollte ich sowieso machen. Ah, hi. Tschüss. Was? Ach so, Ciao. ciao, ja. Ja, Leute, ich werde jetzt aber auch gleich aufhören, weil ich noch lernen muss für Schule und so. Heißt, ich crafte mir jetzt noch dieses atomare Gryphuser-Gedönse, damit ich mir diesen Quarz da mache, diesen Prismarin-Scheiß. Warte mal, die Scheiße habe ich doch schon. Okay, das war jetzt. Oh, Alter. Noob. Null IQ-Move. Oh mein Gott, das war ja dumm. Ich bin der größte Vollidiot der Welt. Der lasert ja jetzt, ne? Ja, genau. Alter, ich bin so ein Noob. Lasert der jetzt durch den Block durch? Nein, tut er nicht. Okay. So, und was brauche ich jetzt dafür bei diesem atomaren Netherquarz? Dann brauche ich 6 Netherquarz. 6 Stück.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich müsste mal kurz hier Regen wegmachen. Ich werde mir jetzt noch diese komischen Empowered Crystals, also diese Glass Shades Dinger machen. Dann werde ich auch aufgehen, weil ich muss noch lernen und wenn ich ehrlich bin, muss ich auch noch eine Hausi machen. Sorry, Papa, wenn du das gerade siehst, ich habe dich angelogen. Ah! Gott! Fuck! Shock my life, Alter! Yo, was ist denn das für ein Akro? Was ist denn das für ein Akro-Skelett, Alter? Scheiße, Junge! Alter, kill me halt komplett, Lil Junge. Alter, ich bin. Oh! Okay. Nein. Wieso macht er nicht? Jetzt habe ich 3 Prismarine-Shades. Ach, er hat nicht genug Energie dafür. Ist ja dumm. Okay. Ja, warte mal. Dann nehme ich ihm mal kurz die Energie weg. Obwohl, nee, fuck, der muss sich ja aufladen, ne? Wie viel verliert der? Er lädt aber mehr auf, als er verbraucht. Okay. Gut, dann. Was brauche ich denn für diesen Crystal jetzt? Crystal, Crystal, Crystal. Empowered. Kackerhaufen Crystal. Und zwar mit diesem Empowerer, genau. Und bei dem kann ich jetzt einfach in das Book schauen. Und oben brauche ich Kryan Farbe Pigment. Oh mein Gott. Oh nein. Kryan. Kryan, fuck. Wie schreibt man Kryan? Hier. Crushed Diamond. Nee. Hä? Bin ich jetzt dumm? Kyan. Ach so, Kyan. Mein Gott. Kyan. Kyan. Dai. Dann brauchst du Lapis Lazuli. Und Green. Grün mache ich mir. Den mache ich mir so. Kaktus grün mache ich mit einem Kaktus. Ja, Kaktus habe ich nicht, dafür brauche ich eine Wüste. Green Woll. Ah! Also grüne Wolle, aber da brauche ich ja auch grünen Farbstoff. Ficken. Green Woll mache ich mit Kaktusgrün. Ich brauche also Kaktusgrün. Ah, oder ich nehme dieses grüne Mysterical Ding und einen Mörser. Oder so ein Pilz. Green habe ich so ein Mushroom. Habe ich so dumme Mushrooms? Grüne, ja, hier 2 Stück. Wie mache ich mir diesen Mörser? Stock, Holz und eine Schüssel. Stock, ein Holz und eine Schüssel. Warte mal. So eine Schüssel, ein Holz und ein Stock. Und den tue ich jetzt hier mit diesem. Das da. Und das kann ich jetzt mit Lapis. Zu dem Kryan machen. Ah, oh, das ist sogar 4 Stück, das reicht ja sogar. Warte mal. Ja, dann brauche ich jetzt die Crystals noch. Brauche jetzt noch 2 von diesen Crystals.
Hier einmal das Farbstoffding und jetzt wird das empowered. Bling. Und nochmal. Ladet euch auf. Ach fuck, ich brauche ja noch das Prismarin. Fuck. Empowere. Ja, nice. Zack. So, brauche ich diese Dinger und genau das Glas, ja genau. Am besten würde ich zwei Schafe in Schafgrün grün färben. Dann habe ich immer grün Wolle und dann. Oder grün brauche ich eigentlich, ne? Egal. Glas brauche ich jetzt. Das heißt. Hier Ding. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fertig. Quest abgeschlossen. Woo! Besitze 4 Greenhouse-Gedönse. Eins. Abgeschlossen. Gut, dann platziere ich die Kacke mal noch. Platziere das jetzt mal hier. Wenn ich da jetzt irgendwie meine Setzlinge reingetan habe, dann wächst das schneller, oder wie? Stand doch da. Dann wächst die Kacke schneller. Ich meine, ich brauche meine Erdbeeren sowieso. So, und jetzt tue ich da meine Setzlinge rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie viel bringt eigentlich so eine Strawberry in Halben? Nee. Hä? Genau, das ist da rein. When placed anywhere above the plant. As long as there are no blocks below, obstructing the path, the sun of glass and it speed up the growth. Ach so, also über der Pflanze. Okay. Heißt, wenn ich das über der Pflanze platziere, dann bündelt dieses Ding irgendwie das Licht und lässt die Kacke schneller wachsen. Ist ja eigentlich saunützlich. Also wenn ich das jetzt hier platziere, dann wächst die Kacke hier unten schneller. Naja. Puh. Ob das so stimmt? Gut. Ich wollte mir noch die Kisten machen, genau, diese Chests. Second. Dann mache ich mir jetzt kurz die Obsidian-Chest. Chest. Hier, Obsidian-Chest. Dafür brauche ich erstmal eine Diamant-Chest. Gold to Diamond, genau. Zwei Diamanten und das Glas, genau, das habe ich ja hier schon. Glas. Dia, Gold. Jetzt habe ich hier das Chest-Upgrade. Zack, Diamant-Chest. Alter, oh mein Gott. Aber das Geile ist ja, wenn man sich das mal anschaut, dieses Storage ist einfach immer noch größer oder ein bisschen kleiner als diese scheiß Diamantkiste. Und dieses Storage ist nur aus Holz. Aber gut, die Diamant-Chest ist halt um einiges schicker. Wo ist hier dieser beschissene Enderman und kann der sich bitte verpissen? Hab jetzt keinen Bock, einen Enderman zu fieken. Naja. Alter, wie oft pisst's auf diesem Scheiß-Server? Ich hasse das, ne? Bis jetzt ist da irgendwie nichts passiert. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine Lüge mit dem Glas da. Ich kann ja das auch mal im Quadrat platzieren. Vielleicht use das ja mehr. Aber das bündelt jetzt das Licht. Aha, oh. Alter, das bringt ja mal sau viel.
Und das macht auch die Ernte reifer. Ich hab jetzt deutlich mehr Seeds bekommen, oder? War das jetzt einfach Glück? Alter, uiuiui, okay. Doch überzeugt. Interessant. Das ist äußerst interessant. Gut, dann brauche ich jetzt Diamant zu Obsidian. Diamant zu Obsidian. Boah, ein Glas und 8 Obsidian. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und ein Glas. Diamant zu Obsidian-Chest. Flupp. Die ist ja mal 0 größer. Hä? Die ist ja mal 0 größer als die Diamant-Chest, oder? Oder? Die ist ja mal 0 größer. Ist ja nur schicker und hält wahrscheinlich mehr aus. Nee. Doch. Ja, okay, sie hält mehr aus. Aber das tun die anderen ja auch. Hier, 10. Bisschen mehr. Aber auch nicht viel. Okay, ich mache jetzt den Ding mal kurz platt, weil der will irgendwie da nicht weg. Shit on me, Alter. Oh Gott. Oh, nee. Oh, je, jetzt muss ich erstmal hier ernten. Damit ich das Viech überhaupt bekämpfen kann. Er hat sich wegteleportiert, oder? Ja. Was ist ein kleiner Huso? Was ist ein Huso-Rone, Alter? Jetzt ist er gestorben. Oder? Ich hab doch gerade den Sterbesound gehört. Hä? Ich höre ihn hier doch rumschreien. Hä? Ah! Wallach, Matt. Er ist aggressiv auf mich. Er hasst mich. Tschüss. Ich hab einen Grasblock. Nice. Woo! Hab einen Grasblock. Woi! Der wertvollste Besitz. Ein Grasblock ist echt sau selten. Bekommst du sonst nur mit Zilt-Touch. Ist echt wertvoll, das Ding. Und in einem Video von Ben hat einfach er einen Grasblock komplett verschwendet platziert. War mega lustig. Habe ich mir auch so gedacht. So geil bin. Okay, egal. Hab schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ich habe jetzt die Obsidian-Chest, genau. Jetzt brauche ich noch die Dirt-Chest. Wie ging das jetzt nochmal? Hier, Chest. Da brauche ich eine normale Chest und Dirt drumherum. Okay. Achso, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 8 Dirt. Chest. Dort. Der Chest. Woo! So, mal gucken, wie viel die... Welcome to your new Dirt Chest 9000. We hope you will enjoy many happy years of... storing your stack of dirt in our storage utility. Usage. Simply insert the stack of dirt of your choice into the highly receptive slot and enjoy the great offensive of having that dirt available to you anytime you pass by this chest. We hope you have enjoyed reviewing this instruction manual and hope you will consider using our products in future. Kind rejoin the Dirt Chest 9000 manual warranty. This product has no warranty of any kind. Your dirt may not be stored. It many slowly leach into the environment of authority. It may not do anything at all. Wow. Dirt chest 9000 is kind to anyone. Please dispose of this guidebook. Responsibility. And do not whatever you do. Just chuck
into some lava. We would be very sad. Ja, ich werf die Scheiße jetzt in Lava, gar kein Bock. Das heißt, es ist einfach nur eine Chest mit einem Inventar-Slot. Und man kann in diese Chests nur Dirt reintun. Wenn ich jetzt einen Stack Dirt nehme, den er rein tue. Wow. Alter, jetzt habe ich einen krassen Stack Dirt in dieser Chest. Hey, what? Wieso hält die so viel aus, diese scheiß Chest? Well, so viel dazu. Einfach mal eine Dirt Chest. Aber wenigstens ist die Quest abgeschlossen. Habe 32. Nee, habe ein Obsidian-Chest. Und eine Erd-Chest. Was ist das für eine Scheiße? Ich dachte wenigstens, dass die so. Also, ich dachte ursprünglich ja so, dass die so mega wack ist, diese Chest. Und so zwei Inventar-Slots rein oder sowas hat. Aber dass die ja so kacke ist und nur Dirt lagern kann. Der einfach da jetzt drin ist. Well. Wow. Also ich bin echt froh auf meinen Dirt. Ich bin echt stolz auf ihn. Er macht das wirklich gut. How to use, Alter. Ja, das Buch ist auf jeden Fall sehr schön. Gefällt mir. Ich mag das Buch. Okay, well. Warte mal, ich kann mir ja dieses Brot vielleicht sogar noch machen. Ich brauche 64 Brot, ne? Reicht. Ich habe genau genug für 64 Brot. Hier. 64 Brot. So. Gut, dann nächste Quest. Lol. Besitze 64 Brot. Alter, so viel Schrift, ich kann nichts erkennen. Hier, besitze 64 Brot. Also diese ganze Ausführlichkeit hat auch ihre Nachteile, ne? Okay. Was habe ich jetzt gedrückt? Was drücke ich mit R? Was mache ich damit? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts. Okay, keine Ahnung. Quests. Rewards. Team Reward. Get started. Stone Torch. What? The Minimap. Achso, ja, ja, das kenne ich ja schon. Rewards and Rewards Potato hat keine Rewards. Storage Crate Keeper. Was ist das? Bonsai Pot. Okay, den mache ich mir jetzt mal kurz. Damit bekommt man ja Sachen, das ist ja mal voll crazy. Lol. Bonsai Pot. Habe ich wieder eine Quest abgeschlossen. Dankeschön. Ist das Nature Naturkompass? Hat keinen Reward. Und so ein Zauberstab hat keinen Reward. Any Slime Things macht Enchanted Boot. Was? Any Slime String. Mache ich mit einem Schleimblock. Zwei Strings und drei Schleim. Schleimblock. Zwei Strings und drei Schleim. What the fuck, Alter? Was? Ich habe da gerade was gefunden, was tatsächlich nützlich sein könnte. Ich meine, ich habe da gerade irgendwie so Sachen bekommen. Ist das jetzt. Alter, das ist ja saugeil. So, jetzt habe ich das hier noch. Jetzt habe ich ein verzaubertes Book bekommen. Die zwei Sachen kann ich nicht haben. Dann Storage.
ein Ding und einmal das da. Choose, dann nehme ich das da. Was? Tasks hardet. Das machst wieder das da und das da, wenn du das Item duckt. Wenn ich das da Basic Item Test Locator. Okay. XP Teleporter, XP Link Card. Okay. Was haben wir hier noch? Basic Storage. Iron Chest. Habe ich doch schon gemacht. Ach so, man muss sie craften, ne? Ja, kann ich aber machen. Also, mein halbes Inventar ist jetzt voll mit dieser ganzen Scheiße. Eisen Chest. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Alter, ich mache jetzt einfach diese komplett komischen Quests. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist ja mal voll geil irgendwie. Das war auch irgendwo unnötig, aber ich meine, man bekommt Sachen. Solange ich Sachen bekomme, bin ich fröhlich. So, und jetzt habe ich wieder diese Quest hier abgeschlossen. Basic Storage. Take ich mir. Und jetzt soll ich mir hier Iron to Gold Chest upgrade. Hä, habe ich doch schon gemacht. Eisen und Gold drumherum habe ich doch gemacht. Dann bekomme ich Gold to Diamant. LOL! Okay, heißt Eisen zu Gold. Craften, dann bekomme ich Gold zu Diamant. Einfach geschenkt. LOL. Ist ein Eisen und 8 Gold. Langsam habe ich Goldmangel. Aber crazy. Dann bekomme ich einfach ein Eisen zu Gold. Das ist ja mal voll krass. Ja, gib mir mein Eisen zu Gold. Mein Gold zu Diamant. Any Draw. Portable Tank. Holding. Ender Tank. Medium Storage. Small to Medium Storage. Medium Storage. Holz. Void Crystal Block. Ach stimmt, das war die Scheiße. Okay, das lasse ich vielleicht. Was ist das dritte? Controller. Gibt mir Quarz, Enchanted Eisens und Silikon. Controller mache ich mit Silikon. Machine Casing mache ich mit Chiseled Stone und... Okay, was habe ich hier? Technologie. Ah, oho. Coal Coke. Leadstone. Flatsch. Rohes Fleisch. Choiceable Reward. Gold. Eisen. Kupfer. Tin. Silber. Lead. Aluminium. Nickel. Gold. Autoplacer habe ich zwar schon, aber egal. Was habe ich gerade hier? War das, ne? Choosable Reward mit dem. Sticks. Bekommt man hier Invar? Bekommt man hier irgendwie Invar? Würmer bräunig. Lol, wait a second. Gold, Eisen, Kupfer, Tin, Silber, Lead, Aluminium, Nickel. Ah. Schade. Aber es kann sein, dass man irgendwie durch diese Questarten Invar bekommt. Was auch immer das da ist. Was das da auch immer ist. Greenhouse Glass bekomme ich nochmal. Was ist das? Rainbow Smoke. Smoke only, none. Okay, was auch immer das ist. Ach so, das sind Partikel für mein Jetpack, oder? Bekommt man hier irgendwo... Warte mal, ist das eine Silk Touch? Lol, das ist eine mega krasse... Item Repairer. Oh Gott! Aber irgendwo muss man doch dieses Invar hier bekommen.
Safe gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, Invert zu bekommen. Safe. Technologischer Experte. Laser irgendwas. Moms Spaghetti. Magic Botanica. Botanica Lexikon. Okay. Twilight Forest. Enter the Twilight Forest. Enter. The Twilight Forest. Und hier. Okay. Alter, wie viel Kacke ich hier habe jetzt, ne? Warte mal. Holz zu Eisen. Flup. Und jetzt bekomme ich ein Gold zu Diamant. Dann brauche ich erstmal irgendwas zu Gold. Muss erstmal Inventar sortieren, Alter. Aber krass, Alter. Ich habe hier wieder was gefunden. Damit lässt sich wieder was anfangen. Das ist ja mal wieder komplett crazy. Was auch immer das da Bonsai-Dingens. Auf jeden Fall habe ich das... Ich muss auch irgendwann mal einfach mal hier diese kompletten Dinger hier alle durchgehen. Die ich da jetzt reinpacke. Und dann mal so gucken, was sie so können. Dann habe ich hier noch so ein Enchanted Book. Noch so ein Enchanted Book. Dann dieses Slime-Ding da. Das Weizen. Holz. Hier dieses Aquamarin. Karotten, Potatos, Spawn Sheep ist wertvoll. Ah, hier, Eisen zu Gold habe ich ja hier. Eisen zu Gold. Und Gold zu Diamant. Holy shit. Ein Storage. Cage Keeper, was auch immer das ist. Wenn ich den jetzt hier irgendwie... Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Irgendwann wird es vielleicht mal herausgefunden. Irgendwas mit Moms Spaghettis. Coal Coke. Cook. Dann diese Partikel. Kann ich die hier irgendwo anbringen? Oder kann ich die mit meinem Jetpack verkraften? Ah, Gott, habe ich mich gerade vor dieser Trompete erschrocken. Fuck, Alter. Wenn ich das jetzt hier so verkrafte. Oder wenn ich das jetzt hier anhabe. Ah. Nee. Ich weiß es nicht. Kommt einfach auch mal zu den Akten. Genauso wie dieses Leadstone-Ding. Dann habe ich noch eine Eisen-Chest. Die kann ich auch noch mal hier platzieren. Freut zwar nicht, aber egal. Dann habe ich noch dieses Glas und die... Ah, die Fackeln, die sind auch wichtig. Müssen wir kurz mein Jetpack wieder absetzen. Dann platziere ich mal noch dieses Glas-Ding. Für meine Erdbeeren.
Das steigert ja erstens den Ertrag. Warum kämpfen die jetzt gegeneinander? Nein, Hundi. Lass das. Alter. Es geht ja ab. Oh, Schleimböcke. Okay, schade. Da konnte ich nicht rechtzeitig hinkommen. Weil diese Gläser wichtig sind, baue ich die jetzt ab, damit mir die Adrian oder so nicht klaut. Ah. Falls man hier irgendwie mir meine Farmkiste plündert, dann habe ich das trotzdem noch. Weil das ist schon echt wichtig. Crazy. Irgendwann werde ich einfach alles zu abgegradeten Chests expandieren. Aber bis dahin, was sich wahrscheinlich auch ein paar, nicht mehr lange dauert, bis ich das auch irgendwann mal machen werde. Aber bis dahin werde ich jetzt noch mit der Kacke hier verbringen. Hi Daniel Jakob. Sorry, dass ich die Nachricht so spät gesehen habe. Ich esse jetzt hier mal das Brot. Die zwei Sticks tue ich da noch rein. Und bei wertvoll... Wartet mal, ich muss mal kurz gucken. Wie haben wir das jetzt mit den XP-Blöcken gemacht? Habe 32 XP-Blöcke ab jetzt. Dann habe ich jetzt hier schon 2. So, meinen Hundis muss ich hier noch was... zu futtern geben. Kommt mal her, meine Hundis. Ah, jetzt habe ich alles mein Fleisch da rein. Oh, ich bin auch dumm. Mein Gott, Alter. Wie kann man nur so inkompetent sein? Gut. Hallo Wolfi, du bekommst das da. Bekommst das da. Also du da hinten. Du bekommst dich da. Komm mal mit, mein Hundi. Du kommst auch mit. Du kommst auch mit. Kommt. Kommt mal her, ihr kleinen Hundis. Ah! Tötet ihn! Perfekt. Jetzt sitzen hier alle. Ich versorge dich. Der hockt da unten. Wow. Well. So viel dazu. Gut. Das sind alle meine Hundis, glaube ich. Wenn nicht, dann... Ja, schade. Ey, diese Redstone-Ofen ist wirklich... Ist das eines der praktischsten Gegenstände, die ich je hatte. Weil du brauchst einfach keine Kohle reinwerfen. Du brauchst einfach eine Kohle ab und zu mal in den Generator zu packen. Das ist halt so geile. Die Kacke kann ich bei Gelegenheit auch noch brennen. So, also ich leere jetzt noch mein Inventar hier und schicke hier alles noch zum Brennen. Und dann höre ich auf, weil ich, wie gesagt, noch lernen muss. Ja. Heißt, jetzt wird noch ein bisschen geburnt. Hier tue ich mal Tin rein und hier auch. Hier lasse ich die Kacke mal noch brennen. Wie sieht denn das jetzt aus? 4 davon wird jetzt genommen. Da reingetan. Ah, 4 werden zu einem Leder.
Okay, interessant. Ein Nickel, dann haben wir hier Black Quartz. Das ist auch schon fertig. Nochmal Black Quartz. Dann kann ich ja mal Papier nehmen und das zu Büchern machen. Weil ich die ja für das Ding brauche. Die Bücher brauche ich ja für die Bookshelves. Das Nickel-Ingot. Nickel habe ich sehr wenig. Tatsächlich, ich habe nur 10 Nickel. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt hier mal ein bisschen Nickel wieder bekommen habe. Auch wenn es nur eins ist. Gut. Was haben wir hier noch? Lead. Ohr. Fleisch. Die gehen auch echt schnell, merke ich gerade, ne? So, ich kann ja mal kurz meine XP gleich abgeben. Hier tun wir das Copper mal rein. Und hier tue ich jetzt mal kurz das Beef rein. Und jetzt einfach mal das Lead. Und jetzt mache ich mal ganz kurz hier XP Eingießung. So. Wie viele haben wir jetzt schon? Wir haben ja schon ein bisschen XP. Also, ja, ist schon ungefähr ein Drittel. Ja, es ist so ziemlich ein Drittel hier. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ja, ungefähr ein Drittel. Und ja, das ist, läuft sehr gut mit meinem XP-Tank. Mein erster Tank ist schon zu einem Drittel voll. Und ich benutze ihn erst seit, ja, kurz. Sehr kurz. So, jetzt haben wir hier noch Tin, Quarz wieder und Kopperbräuse. Ja, zwar nicht, aber egal. Hier haben wir noch das da. Das tue ich da den noch rein. Und dann haben wir alles. Das tue ich mal noch zu essen. Das Chicken behalte ich. Hier haben wir noch Essen. Da haben wir noch das Lied und da oben ist schon fertig. Gib mir das da und gib mir das da. Gib mir das da und gib mir das da. Nice. Und jetzt muss ich schon wieder zu meinem XP-Tank gehen, weil ich gerade so viel gefarmt habe. Ist echt crazy eigentlich. Gut. Tun wir mal da noch die 5 XP rein. 5 Level meine ich. Und jetzt sehen wir schon, dass es schon über ein Drittel voll ist, während die anderen, ja, die anderen sind auch schon so ein bisschen... Ah, man sieht ja hier sogar 32.000 und jetzt habe ich da 10.000 fast. Das ist ein Drittel. Hier haben wir sogar schon 5.000 und da auch... Das heißt, da ist schon sogar ungefähr die Hälfte oder ja, ein bisschen weniger. Doch nicht sogar ein bisschen mehr, auch wenn es nicht so aussieht. Aber crazy, wie stark sich das füllt, muss ich schon sagen. Oder eher gesagt, wie stark sich das nicht füllt, wenn man da mal sich so ein bisschen draufstellt. Was ich eigentlich total geil finde. So, ich nehme jetzt meine alten XP-Blöcke. Weil ich meine, das sind ja meine neuen. Die zählen ja zu der Quest. Ich nehme jetzt die alten. Und tue jetzt die XP, die ich daraus gewonnen habe, auch noch da rein. Einfach nur, damit ich es mal da drinnen habe. Ja. Damit haben wir den Tank jetzt schon auf 10.000. Und die, ach, die anderen füllen sich auch schon so ein bisschen mit. Aber der hier wird eindeutig bevorzugt. Das merkt man. Interessant. Das heißt ja theoretisch, wenn ich hier mal Redstone ausmache. Oder Redstone eher gesagt anmache. Dann wird das ja nur hier reinfließen. Heißt, dass sich dann nur dieser Tank füllt. Dann fülle ich mal kurz alles in einen Tank. Weil ich will echt gern mal alles XP in einem Tank haben. Damit ich einen komplett vollen XP-Tank habe. Der füllt sich jetzt da leer. Empty. Alter, der ist jetzt fast voll, ne? Empty. Oh.
5000 und der wird jetzt vorher auf 20.000 sogar schon. Oh mein Gott, wie geil das aussieht, dieses flüssige XP. Der ist empty. Und ich jetzt einfach schon 2000. Hallo. Second. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Stream auch schon. Ich meine, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen wollte. Oder nicht alles, aber ne, ich habe jetzt sehr viel wieder geschafft und so. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt cool und ciao.